Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich hole mir schon mal die Kopfhörer hier rüber. Wie sitzt die Frisur? Geht so, ne? Ja, geht so. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Host vom Trailjumper. Vielen lieben Dank für den Host. Und hallo, Morian. Grüßt euch, ihr zwei. Ich habe das letzte Mal Elite Dangerous am 7.7.2021 gestreamt. 8, 9, 10, 11, also 4 Monate ist das her, krass. Ich habe gerade digitale Weihnachtstreffen mit Firma, ich höre nichts. Aha, so früh, krass, am 1. Dezember, wir machen das irgendwann Mitte Dezember. Ja, ich habe die Kalender aufgemacht, den da habe ich heute Tee rausgezupft und da hinten ist noch so ein Stück IKEA-Kalender zu sehen. Ja, und ich habe heute neben dem leckeren Tee vom Stitcher hier, ja, der da steht, und zwar gebrannte Mandeltee von, wie heißen die nochmal? Ankerkraut. Ja. Habe ich noch als Alternativgetränk, ich habe einen Fallout-Kalender, cool, habe ich heute Pizza Hawaii-Smoothie von, wie heißen die? True Fruits. Das wird interessant. Hallo Micha, grüß dich. Schönen guten Abend. Hallo Silenx. Grüße von der Arbeit. Ich muss gleich wieder weg. Ja, ja, ich verstehe. Du hast viel zu tun. Ja, Ankerkraut. Ich bin mir auch nicht so sicher. Die sind sehr, sehr gut vertreten bei den Streaming-Kanälen, die so ein bisschen größer sind und ist, glaube ich, so ein bisschen Luxus, ein bisschen schickimicki und teuer. Aber so der erste Geruchstest war schon mal gut. Geschmackstest machen wir mal. Ja. Sehr weich, sehr sanft auf der Zunge, der Tee. Ein Pizzasmoothie, wie pervers, was denn? Ist, das wenigstens die Bio, das wenigste ist Bio und alles ist so teuer, als wäre es Bio. Ja, ja, das ist schon, ich glaube, sehr, sehr kostspielig, also für den alltäglichen Bedarf eher nicht geeignet, aber ich habe das vom Stitcher zu meinem Geburtstag geschenkt gekriegt. Jetzt dachte ich mir, im Dezember können wir das auch mal trinken. Tomatensaft habe ich im, nee, ich habe Möhrensaft im Kühlschrank, Karottensaft. Also Pizza Hawaii Smoothie, ja, ich guck mal, was drin ist. Was ist denn da drin? Fruchtsaft, Gemüsesaft, Gewürze, Ananassaft, Tomatensaft, Salz, Oregano ist drin. Und was steht denn hier? Ich muss mal hier. Wo ist denn hier, dass ich mal mehr Licht habe? Hier wird es gleich hell. Also, du kriegst es nicht gebacken, zumindest von uns nicht, denn anstelle von ofenfrischen, krustigen Teig, zart schmelzenden Käse, saftigen Schinken und dosenfrischer Ananas in Tomatensauce gebettet und garniert mit Oregano, gibt es jetzt den kontroversen Pizzaklassiker als Smoothie. Bist du mutig genug für einen herzhaften Biss, Schluck? Dann wirst du belohnt werden. Denn unsere Herbstedition Pizza Hawaii Smoothie schmeckt tatsächlich dank Ananas, Tomate und Oregano wie beim Italiener im Restaurant Rante und ist vegan, glutenfrei sowie ohne Konzentrate, Stabilisatoren, Farbstoffe oder sonstigen Schnickschnack. Ich weiß ja nicht. Ich habe noch einen anderen Schmusi im Kühlschrank. Das ist ein Lebkuchenschmusi. Aber Pizza Hawaii? Hallo Susel, grüß dich. Oregano hat doch Muschel immer gesagt, oder? Bei Red Dead Redemption, glaube ich. Ich mache den jetzt mal auf.
Wer ist dieser Rogono? Ist vegan, haben sie gesagt. Olla aus der Karibik. Susel in der Karibik. Habt einen schönen Urlaub. Boah. Es riecht schon mal wie Pizza Hawaii. Ich dachte mir, ich esse heute keine Pizza, sondern trinke heute eine Pizza. Oh mein Gott. Das, den Lebküchli habe ich schon weggeschmeckt. Wie hat der dir geschmeckt, Morian? Warst du zufrieden oder? Gracias. Liebe Grüße auch an deinen Begleiter. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Der war gut, ja? Okay. Schön Corona mitschleppen von der. Ja. So, jetzt probier es mal. Also. Riechen tut's wie Pizza Hawaii. Vielleicht bestelle ich mir doch noch eine Pizza heute. Mal gucken. Ich weiß nicht. Interessant auf jeden Fall. Ich würde sagen, geschmacklich, nicht nur geruchstechnisch, sondern auch geschmacklich, in der Tat an so einer Pizza Hawaii dran. Der Silence hat einen Magnet redeemed. Den schicke ich aber erst im Januar raus. Dein Paket ist heute um 15 Uhr abgeholt worden. Da kann ich den leider nicht hinterherwerfen. Sie müssen dann warten, bis ich den verschickt habe. Muss meine Beutel für irgendwas ausgeben. Ja, das ist der Kühlschrankmagnet, ne? Der normale Kanallogo. Ist der Bot aus? Habe ich den nicht angemacht? Okay, also klare Empfehlung, Pizza Hawaii-Smoothie. Ich bin noch am Verarbeiten. Der Bot ist an. Der Bot ist doch an, oder? Jo. Der Bot ist an. Die Sounds sind nur nicht an. Das meinst du wahrscheinlich, oder? Nee, die Sounds lasse ich aus. Das eskaliert sonst wieder. Ihr habt für Kanalpunkte die Möglichkeit, Sounds abzuspielen. Ne? Also es gibt ja hier sowas. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Ja, war jetzt gerade auf Lautsprecher, jetzt ist es auf Kopfhörer und jetzt mache ich auch langsam mal das Spiel an. So. I give up. Nee, wie gesagt, die Sounds für Toins, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt anmache, ist der Silence wieder nur am Spammen dieser Sounds. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das einfach nicht. Nein. Da muss ich ganz klar sagen, nein. So, Musik. Zack. Hier. Gewiss, ohne Sounds kann man Elite seelisch nicht ertragen. Dann mach sie nur für mich an. Das geht leider nicht. Ich kann leider nicht Leute inkludieren oder ausschließen beim Abspielen von Sounds. Das kann der Phantom Bot nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie. So, Spielaufnahme. Wo ist es denn? Da, oder? Ja. Es war so klar, dass das jetzt ausprobiert wird. Mann, 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 Mann. Hagen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Boah, ey, die Pizza schmeckt aber noch ganz schön nach. Die IT ist ja bald genauso lang, wie ICK alt bin. Wie ICK vor allen Dingen, sie kann nicht ich. Dit ist ja bald genauso lang, wie ich alt bin. Ich mach mal die Musik aus.
Den verstehe ich nicht, Hagen. Was ist, wie lang, wie alt du bist? 17? Du bist ja keine 17, du bist über 40. Open Play 15k, was ein Betrug. Du hast es in der Hand, du kannst es auslösen, aber ich glaube, du hast gerade einen Magneten bestellt für 10.000. So. Music. Mute. Apply. So, dann können wir Musik wieder anmachen. Hier ist es 12.15 Uhr, ihr seid 5 Stunden vor uns. Cool. Wie lange seid ihr eigentlich da? Habt ihr eine schöne Zeit? Seid ihr heute angekommen oder seid ihr schon ein paar Tage vor Ort? Mal kurz was gucken. Hat er sich gemerkt? Hat er sich gemerkt, super. Continue. Ich bin unter 40. Naja, dann bist du 39, aber keine 17. Hör mal auf, hier rumzuschwindeln. Wieso ist denn die Facecam schon wieder abgekackt? Unglaublich mit der Kamera. Es ist doch echt zum Kotzen. Hat ja auch nur 200 Euro gekostet, die Scheiße. 22. November. Das ist schon eine Weile, oder? Wie lange seid ihr noch da? Seid ihr noch ein paar Tage, oder? 38. Okay. Aber 38 ist näher an 40 als an 17. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin noch zu Fuß unterwegs anscheinend. Hören Sie auf zu lachen, Sie werden bald 50. Du wirst lachen. Ich habe überlegt, gestern, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich viel nachgedacht und habe mir so gedacht, ich möchte nicht enden wie ein Eddie oder was weiß ich wer. Und ich habe mir so gedacht, in 7 Jahren bist du 50. 5 Jahre machst du jetzt schon Twitch. Plus 7 wären 12 Jahre. Und ich glaube, mit 50 höre ich auf. Ich glaube echt, mit 50 höre ich auf zu streamen. Sie werden noch mit 65... Nee, ich glaube nicht. Ich meine, es wird eine Umstellung werden, wenn man gewohnt ist zu spielen und nur online zu sein und für andere das so ein bisschen... oder das mit anderen ein bisschen so zu teilen und dann das nicht mehr zu haben, wird bestimmt nicht einfach, aber ich glaube, 12 Jahre reichen auch. Aber du benennen den Chen doch dann einfach um in Marmeladentannis. Nee. Bin ich ja nicht. Bin ja keine Marmeladenoma. Ich kann noch gar nicht lesen. Also vorlesen. Ist immer ein bisschen schwierig mit mir. Tannis Opa. Nee, aber wenn du 50 bist, ist der Job frei. Welcher Job ist frei mit 50? Dann bekomme ich gar keinen alten Mann-Content mehr. Nee, zumindest nicht mehr von mir. Den musst du dir dann woanders holen. Sind ja noch ein paar Jahre hin, aber ich glaube, wenn es am schönsten ist, soll man doch aufhören. Da gibt es ja so einen Spruch. Und ich glaube, irgendwann kann man auch mal sagen, es reicht. Und den jungen Leuten das Feld überlassen. Es wird ja auch irgendwann immer nur peinlicher. Ach so, du denkst, dass die Marmeladenoma in 7 Jahren nicht mehr ist? Oha. Das ist ganz schön garstig, Morian.
Aber wahrscheinlich sehr realistisch. Dann werde ich Twitch verlassen in 7 Jahren. Wir wollen ja nicht die Stimmung so runterziehen, aber ich glaube nicht, dass ich in 7 Jahren noch, wie soll ich sagen, so einen Unterhaltungsfaktor habe. Man wird älter und man nimmt ja auch andere Streamer in seiner Sphäre wahr und die werden immer sonderbarer und ich glaube, das würde mit mir, vielleicht passiert das mit mir sogar früher. Eddie ist doch nicht unterhaltsam, Eddie ist nur noch anstrengend und ziemlich unangenehm und so möchte ich nicht enden. Das möchte ich nicht für mich. So. Ich habe gestern und am Sonntag ein bisschen Elite gespielt und habe mich jetzt entschieden, wieder in Odyssey weiterzumachen, auch wenn es hier und da Probleme gab. Es ist interessant, die ganzen Keybinds waren wieder weg. Und was auch ein bisschen anstrengend war, ist, dass ich in Odyssey keine Route planen konnte. Es ging einfach nicht. Die Funktion gab es nicht. Und war ausgegraut, nicht möglich. Und dann musste ich in Horizons wechseln und dann erstmal nach Jameson zurückfliegen. Da ging das Routenplotting. Mittlerweile geht es aber wieder. Don't touch me there. This is my normal square. No, no. Don't touch me there. Don't... Hey, whoa, whoa. Hey, whoa. Hey, I am sick of you disrespecting my no-no square. Auf jeden Fall, ja. Dachte, mit 50 machst du so Hot Tub. Nee, Morian. Schätzchen, wie willst du denn noch sonderbarer werden? Mein erster Groschen ist unersetzbar. Und das werde ich dieser diebischen Schiffsratte von Thaddäus nie verzeihen. Jetzt reicht es, Sie verkrusteter Geizkragen. Thaddäus schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen Groschen. Außerdem, was wäre das Leben ohne Schrullen? Na, vielen Dank, Kragen, du Arschkrampe. Sonst muss ich Maxi oder Sohne rufen, versuch die doch ranzukriegen. Ich glaube, Max muss noch arbeiten und Sohne, der ist fertig von der Arbeit. Wormel, grüß dich. Einen schönen guten Tag. So, ach so, vielleicht wollen wir ein anderes Schiff nehmen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt rumfliege oder was ich jetzt mache. Starport Services? Turin Lu, Ronny, ich brauche dich. Ich meine damit. Dammit. Ich meine meine. Meine. Du meinst deine Schrulligkeit? Ach so. Und damit ist damit wie Fluchen in Englisch. Mix doch bitte nicht so die Sprachen, da bin ich ja völlig verwirrt. Oh Mann. Wormel, wie geht's dir? Alle Dude soweit? Hast du dein Spiel beendet gekriegt? Oder seid ihr nicht fertig geworden? Ich bin irgendwann dann weggenatzt gestern, weggeschlafen. Missionsboard, was gibt's denn hier? Passagierlounge und... Ich hab das Spiel schon 4 Monate nicht mehr gespielt, es sieht alles anders aus. Kauft bitte Open Play, damit Thanis weggeballert wird. Hey, hört einfach nicht auf Silence. Einfach nicht hinhören, ist viel zu teuer, 15.000. Punkte. Das ist viel zu teuer. Bist fertig geworden. Okay. Und was ist dann das nächste Spiel, Wormel? Was wird als nächstes gezockt? Und danke für den Bit übrigens, Silence. Vielen, vielen Dank. Warum ist da ein Totenkopf dran? High Threat. Okay. Man kann jetzt maximal 20. So sehe ich aus.
20 Missionen annehmen. Und dann sieht man auch die Entfernung. Cantina. Die Sounds sind aus. Genau deswegen sind sie aus. Ich weiß noch nicht. Ich bin auch am Überlegen. Ich gehe mal davon aus, dass ich am Freitag Cyberpunk beenden werde. Und dann brauche ich auch ein neues Spiel. Und ich schwanke noch zwischen Last of Us 2, Red Dead Redemption Story und Ghost of Tsushima. Habe ich eben gehört, ich kann für nur 15.000 den Streamer ärgern. Ja. Und das Problem bei Open Play ist, dass ich dann den ganzen Stream über im Open Play bleiben muss. Ja. Aber wenn ich raus aus der Bubble fliege, bringt dir das auch nicht viel. Und ich bin ja viel zu stark für die ganzen Trolle. Machen wir Passagiere? Ich würde fast sagen, ja. Oscar in der Tonne. Wie, gehst du auf Genkerjagd? Ich da nicht. Ich wurde früher ordentlich weggeklatscht von einem Nitek aus Polen. Das war sehr lustig, aber ist schon sehr lange her. Essenszeit, lass es dir schmecken. Zu stark? Why? Am 1.4. würden wir dich wegballern, Maxi und ich. Na, dann kommt doch ran. Kommt doch ran, ihr zwei. Traut euch doch mal. Ihr habt nicht mal Elite. Also, du hast nicht Elite. Noch 7 Minuten bis zum Essen. Lasst es euch schmecken. The Last of Us 2 und 1 habe ich durch. Ich freue mich auf 3. Na, ich habe den ersten Teil vor lange, lange Zeit, ich glaube, auf der PlayStation 4 gespielt. Und den zweiten will ich auf jeden Fall spielen. Ich hab den ja. Aber echt Zeilen so, Maxi. Guten komm, Abend, komm Tanis her, du. Und Chat, Tanis Psloth Hart. Lieber Stitcher, vielen, vielen lieben Dank für 24 Monate für deinen Resub. Ich trinke übrigens gerade deinen Tee. Na? Und der ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Vielen lieben Dank nochmal für dieses wunderschöne Geschenk. Die remaken erstmal Teil 1, meinst du? So, welches Schiff nehmen wir denn? Wir wollen ja Passagiere transportieren. Echo. Wischiwaschi. Oder Beluga. Wir nehmen mal Wischiwaschi. Ja. 2 Jahre. Das ist voll krass, Stitcher. The Last of Us 2 Ending deutet auf Teil 3 hin. Na, das wird bestimmt irgendwann passieren, keine Frage. Gestern musste ich eine Station von bösen Leuten befreien. Diesmal in Stealth versucht und auch geschafft. Ist gar nicht so einfach, aber macht Spaß. Ist das eine Bodenmission dann, dass du mit dem Schiff irgendwo hinfliegst und da aussteigst und dann auf dem Planeten, ne, so eine Station, Oscar? Ich habe Elite schon 4 Monate nicht mehr gespielt. 4 Monate nicht. Und heute ist sozusagen der erste Tag, wo ich es mal wieder anhabe. Danke, Silence, für den Hinweis. Remake soll offenbar kein gewöhnliches Upgrade werden. Das dauert noch, bis der Teil 1 geremaked wird, oder? Musst echt mal versuchen. Ja, muss ich demnächst mal machen. Aber heute nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Open Galaxy Map. So, gibt es eigentlich noch brennende Stationen? Irgendwie sowas? Nee, ne? Hier ist das Anfang. Doch da hinten. Wie weit sind denn die weg? 425 Lichtjahre. Ich freue mich jetzt schon über Voice Attack. Ich werde so wieder angepöbelt werden. Du hast ja dieses Tool mit dem Anzug, mit dem du den Anzug wieder aufladen kannst, aber du kannst damit auch andere tasern.
Ach so, die kannst du so betäuben, wächst dann. Ist ja witzig. Ja, ich muss mich mit dem auf dem Fußboden rumlaufen und also diese Walking-Sache muss ich mich erstmal mit anfreunden. Ich muss jetzt erstmal langsam wieder reinkommen. So alt ist das nicht mal. Teil 1 Remastered, nicht Remake. Entschuldigung. Dürfen nur keine Schilder anhaben. Okay, wenn die Schilder an sind, bounce sozusagen der Taser dann daran ab. 420 Lichtjahre. Oh, das sind einige Sprünge. Wie viel sind denn das? 69 Sprünge. Okay, das sparen wir uns mal. Nee, 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 nee. No fucking way. Ach, nee, das dauert zu lange. Aber da hinten brennt die Hütte, würde ich sagen. Okay. Ne, Crew Launch brauche ich nicht. Ich muss irgendwie ans Missionsbrett und dann Passagiere. Du bist ja leiser, wenn du geduckt läufst. Dann kann man die von hinten sich von hinten anschleichen. Muss ich alles mal ausprobieren. Eventuell ist die Routenplanung noch falsch auf schnellste Stellen. Wie mache ich denn das? Ich gehe mal hier rein in die Karte. Routensetting. Schnellste. Da. Ökonomische Route, schnellste. Ja, das ganze Overlay ist halt anders. Ich kenne das noch von Horizons, da war das irgendwie. Das sieht knapp weniger aus, oder? 13. Danke, Oscar in der Tonne. Vielen, vielen Dank. Damit sieht das doch schon viel besser aus. Und auf einmal nur noch 13. Guten Abend, Max. Kaufen Sie bitte Open Play und ADC aus. Würde ich mich aber beeilen. Vielleicht fliege ich direkt los. Okay, haben wir irgendwas dabei? Nö, ne? Haben wir Storage Platz? 56. Wir könnten noch ein paar Limpets mitnehmen. Dann werden wir zwar schwerer, aber dann können wir dann noch Sachen einsammeln. Ah, die Limpets können wir auch vor Ort kaufen. Da sind ja so Trägerschiffe. Die dreckigen Schweine. Ich wollte gerade meine Crew alles machen lassen. Jetzt muss ich selber rausfliegen. Und ich muss auch noch in Open Play. Oh Mann, ey. Continue. Open Play. Hat der Silenx wieder erfolgreich Leute angestiftet. Vielen lieben Dank an Hagen für den Flight Assist, für diesen Start aus und auch für das Open Play. Aber den Treibstoffsammler nicht vergessen. Nicht, dass ich hier noch Space ADAC spielen muss. Ja, das ist mit das Wichtigste, dass man einen Fuel Scoop eingebaut hat. Wir gucken gleich nochmal nach, aber ich sollte eigentlich immer einen Fuel Scoop drin haben. Modules. So, den Advanced Docking Computer können wir schon mal ausstellen. Den darf ich jetzt nicht benutzen. Da oben steht ja halt noch der Fuel Scoop 6A. Ja. Okay, dann jage ich dich nicht. Essen ist fertig. Glück gehabt. Lass es dir schmecken. Und danke, dass du mich noch ein wenig leben lässt. Return to Surface. Du darfst ihn zweimal nicht benutzen. Wieso? Ach, Max hat es auch ausgelöst.
Ja, ich sehe es gerade. Ja, aber momentan starten wir ja nur. Aber hast recht, der Maxus, der Arschkrampen-Heini, hat das auch benutzt. Oder stecken ein paar Schiffe fest? Scheiße. Eine Beluga, eine Orca, na das rumst doch hier gleich wieder. Retract Landing Gear. Arschkrampen-Heini. Sorry, Max. Open Galaxy Map. So, die Route ist ja geplottet. Next System in Route. Holt seinen Kopf. Na, wir können ja mal kurz gucken. Sind hier Leute unterwegs? Irgendwie nicht, ne? Aber ich bin im Open Play. Ich sehe aber keine Kontakte. Oh ja. Engage FTL. Ja, irgendwie spielt das keiner mehr, das Spiel. Nee, ich glaube, daran kann es nicht liegen. Oder hoffe es zumindest. Wow, wie er mich vollpöbelt. Wir haben auch irgendwie eine andere Crew-Besetzung, merke ich gerade. Voice Control on. Protocol Override Customize My Settings. So. Was haben wir denn hier für eine Crew? Crew Command Roster? Assign all stations to crew favorite one. Voice control off. Es kann manchmal sein, dass man in verschiedenen Instanzen ist. Gerade was die NAT-Einstellungen im Router sind. Ich habe keine Ahnung, wie mein Router eingestellt ist, Oscar. Hm, frisch aus dem 200 Grad heißen Backofen. Ist doch noch mal etwas zu heiß. Was hast du dir denn gemacht? Sorry, falls ich es überlesen habe. Ich nehme noch mal einen Schluck von meiner Pizza Hawaii. Mmh, lecker, lecker. Ofentortellini. Schön. Lass dir schmecken. Also, ich weiß nicht. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Pizza Hawaii. Hallo René, grüß dich. Ich habe gesehen, mein Paket wurde heute abgeholt. Sollte die Tasse nur einen Kratzer haben, gibt es eine Anzeige für die DHL. Ja, mach das mal. Ja, ich habe jetzt 7 Pakete verschickt. Wie schmeckt ihr Knusperparty-Tee? Der Tee ist lecker. Der ist gut. Hawaii-Smoothie ist so ein bisschen speziell. Geht blitzschnell und schmeckt fantastisch. Das klingt auch gut. Klingt auch gut. Engage Super Cruise. Super Cruise brauchen wir nicht. Wir brauchen Frameshift Drive, oder? Engage Frameshift Drive. Warum ist eigentlich
Data noch auf der als Engineer unterwegs? Ist der so eingestellt? Ich glaube ja, ne? Operations ist Orion. Ey, Matze, grüß dich. Schönen guten Abend auch dir. Es ist schon Mittwoch, voll das Bergfest hier. Mal gucken, ob die das gefixt haben, dass wir Passagiere überhaupt annehmen können. Ja, sehr impressive. Der Mad Max hat heute Morgen bei Jano einen Troll weggebannt. Ich habe ihm versprochen, dass ich dir von der Heldentat erzähle. Sehr gut, danke fürs Erzählen. Nein, ich meine, das geht jetzt. Es gibt sogar Emoticons. Ich erinnere mich halt noch, als ich im Juli noch gespielt habe, dass man da irgendwie die Passagiere in Odyssey nicht annehmen konnte, aber in Horizons schon. Und das war schon ein bisschen seltsam. War halt ein Bug, ne? Und als ich am Sonntag das Spiel angemacht habe, konnte ich, wie gesagt, im Odyssey keine Strecke zurück nach James Memorial plotten. Ging einfach nicht. Nirgendwo hin. Weil ich im Netz gelesen, dass es eine Zeit lang ein Problem gab mit, wenn du in einem White Star System bist, dass du da irgendwie nicht wegplotten kannst. Aber dann bin ich ein bisschen weiter geflogen, ging es immer noch nicht. Dann musste ich halt in Horizons wechseln und da konnte ich dann den Kurs nach Hause plotten. Total seltsam. Investieren Sie dies bitte in Hawaii Pizza. Silence! Du sollst mir doch kein Geld schicken. Atze, ich werde mir eine Hawaii-Pizza organisieren, aber heute nicht mehr. Höre auf, ich schicke dir das zurück, Silence. Das ist voll lieb von dir, aber das kann ich nicht annehmen. Oh, ich muss mal kurz aufs Handy gucken. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Handy, ja. Danke für Space Force. Jetzt muss ich schon nochmal den Computer auslassen. Wir haben noch einmal gut. Zurückschicken, weil, Silence, weil du dein Geld bei dir behalten sollst und das nicht mir in die Tasche stecken. Aber doch nicht mehr heute, Silence. Ich habe doch eine zum Trinken. Mann. Ich habe mal vor 10 Jahren oder so, vor 10 Jahren habe ich mal für eine Schule hier in Schöneberg eine Facebook-Seite gemacht und irgendwie hänge ich da noch drin. Und jetzt kontaktieren die mich 10 Jahre später und ich soll bitte meinen Account da rausnehmen. Und ich denke mir so, boah, Leute, leckt mich doch am Schuh. Echt, ey, es nervt. Da haben mich letzte Woche 2 Leute angerufen, ewig viele Mails hingeschrieben. Jetzt ruft wieder jemand an und oh, ätzend, sage ich euch. Ätzend. Im Altenheim. Was ist im Altenheim? Wo kann man die zum Trinken kaufen? Ich habe sowohl die Hawaii als auch die Lebkuchen habe ich beim Rewe in der Tat gekauft. Am Potsdamer Platz war ich am Montag? Ich glaube am Montag. Und da standen die. Aber es ist eher Zufall, wo du die kriegst. Also ich weiß nicht, in Berlin habe ich sie bisher sonst noch nirgendwo anders gesehen. Aber doch, Pizza Hawaii ist großartig. Ich mag das sehr gerne.
Also Schinken, Ananas, Käse, lecker. Engage FTL. Ananas hat auf Pizza nichts zu suchen. Ja, da scheiden sich halt die Geister. Was will man machen, ne? Kann man nicht ändern. Ne? Nur Kinder mögen keine Pizza Hawaii. Wow! Berliner Cafés bieten gratis Kaffee für Ungeimpfte an. Ich glaube, da muss jemand verbimst werden. Das habe ich irgendwo heute auch gelesen. Wow, Max, wow. Im Endeffekt muss ja jeder selber wissen, was er mag und was nicht. Stop talking. Voice control on. Protocol override. Customize my settings. Protocol override, customize my settings. Bananenpizza kenne ich noch nicht. Bananenbier habe ich, glaube ich, schon mal von gehört, aber ist, also ich trinke ja auch kein Bier so wirklich. Also ich muss mal an den Einstellungen noch mal ein bisschen rumschrauben hier. Die beste Pizza ist aber die Brezelpizza mit Weißwurst. Ich erinnere mich dunkel daran. Ja, stimmt. Bananenweizen kennt doch jeder. Vom Namen vielleicht her. Aber als ob ich das trinken würde. Wird ja immer perverser hier. Geschmäcker sind verschieden. Self-Destruct, ja, gibt's auch, aber da kann ich sogar einen Sicherheitscode eingeben, damit ich das nicht aus Versehen auslöse. So, jetzt aber, komm. Ah, ich muss erstmal an das Konto reinkommen. Warum feiern das die Leute? Bananenweizen schmeckt zum Kotzen. Das ist, denke ich mal, auch Geschmackssache, ne? Also... Das mache ich morgen. So. Extra Content. Stars Planets. Ich habe Frequenz auf 5 gemacht. Aber irgendwie. Finde ich das zu oft. Na, guck mal. Engage FTL. Voice Control off. Aus dem gleichen Grund, warum Menschen Pizza Hawaii essen. Ja, es, wie gesagt, ist immer Geschmackssache. Die einen mögen eher Ananas auf einer Pizza und die anderen trinken halt Bananenscheiben im Bier oder so. Ich fülle den Teller nochmal auf mit Tortellini. Sehr gut. Lass es dir schmecken. Ach Mensch, Silence. Tobimorf. Schönen Abend noch, Hagen. Danke fürs Vorbeischauen und danke
fürs Open Play reindrücken und dann abhauen. Danke. Du bist auch so ein Arschkrampen-Typi. Engage FTL. Well said. A cookie for me? Yes, Gary. Take one. You displayed a quality I hadn't seen in you previously. Courage. Exemplary. You earned it. And because I am the captain. Cookie withdrawn. The penitent man shall pass. Oh, oh, I got one. Sweet Grandor's glove. I got a mother-loving cookie. So eine schöne Serie. Final Space müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja, also ich fand die großartig. Ich weiß gar nicht, gibt es 2 oder 3 Staffeln? Ich habe mich köstlich amüsiert. Die 3. ist gerade raus, okay. Und ich finde, sie hat echt super, auch wenn es nur eine Animationsserie war, die Emotionen gut transportiert. Wie viele Jumps sind es denn noch? 5. Reaktivieren. So, und dann schreiben wir auch noch Kim an. Die wurde da auch genannt. So. Und wen haben wir noch? Robert. Robert. Engage FTL. Die neue F is for Family Staffel ist auch draußen. Ich bin zurzeit auf dem Superstore-Trip. Sehr gut, Max. Also F for Family muss ich auch weiter gucken. Da kommt doch dieses GIF her, was du benutzt, wo der so sich umdreht, der Junge, so einen Daumen pustet und dann geht der Mittelfinger hoch, oder? Da war das her. Aber Superstore bin ich heute fertig geworden. Es gibt aktuell, glaube ich, nur 5 Staffeln auf Netflix. Die 6. verkaufen sie noch auf Amazon. Aber es guckt sich schön schnell und easy weg. Da kommt es her, ne? Ja. Von The Expanse kommt auch bald Staffel 6. Oh, was hat... Oh. Oha. The Expanse habe ich nur die 1. Staffel geguckt. Und dann habe ich irgendwann mit der 2. angefangen und dachte mir so, was war denn eigentlich in der 1. los? Habe nochmal die 1. geguckt. Bin aber nie bis in die 2. gekommen. Das müsste ich vielleicht nochmal machen. Die ist ja eigentlich schon echt gut, die Serie. Übernächsten Monat Horizon. Es wird ein Genuss. Horizon Zero Dawn 2. Das wird großartig werden. Das wird super. 3 noch.
PS5 Spiele sind zu teuer. Ja. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen über Far Cry 6, ne? Dass ich dafür echt 65 Euro ausgegeben habe und jetzt nach knapp 20 Stunden sage, nee, ich spiel's nicht weiter, ist kacke. Das ärgert mich ein wenig, aber was soll's. Engage FTL. PS7 Spiele, dann 100 Öcken. Kannst du das Zocken echt vergessen? Ja, mal gucken, wie sich da die Preise noch entwickeln. Bei Far Cry hole ich mir immer erst die Extended Demo und dort teste ich, ob das was ist. Ubisoft ist einfach zu blöd geworden. Ja, ich habe halt Teil 5 am PC gespielt, zusammen mit Jakuki, und ich fand das echt, echt schön, hat Spaß gemacht. Da gefiel mir das Setting aber auch sehr gut und grafisch fand ich es cool. Aber Teil 6 spiele ich jetzt alleine, ich spiele es mit einem Controller und dann ist die Grafik auch noch scheiße. Und die Story, da frage ich mich echt, was haben die sich dabei gedacht? Egal. Und das in Kombination hat mich echt davon jetzt erstmal weggebracht. Jonas, vielen lieben Dank für deinen Resub. Hallo, grüß dich, na? Alle Dude bei dir? Engage FDL. Ja, ich habe ja gesehen, Far Cry 6 war ja schon runter auf 55 bei Amazon. Ich glaube, bei Instant Gaming war es bei ungefähr 30, wo man sich so dachte, denkt so, oh scheiße, ey, und das Spiel ist nicht mal einen Monat alt. Und mit bestimmten Mitteln und Wegen kommst du noch günstiger an den Key. Einfach nicht auf Konsole spielen. Na, bestimmte Spiele kann ich ganz gut auf Konsole spielen, aber wo ich zielen muss, wahrscheinlich nicht. Also wo du mit Pistolen oder sowas schießt. Oh oh. Oh shit. Auf jeden Fall God of War oder Spider-Man läuft wunderbar auf der Konsole. Das ist halt auf Controller ausgelegt. Drei Stück. Greifen die mich jetzt an? Oder was passiert hier gerade? Abgehauen. Da ist noch eins. Oha. Was soll dies? Ihr Drecks-Aliens. Na, ich war nicht aggressiv. Ich habe die nicht angegriffen. Von daher, alles gut. Maus ist besser als Controller. Wie gesagt, ich würde es vom Spiel abhängig machen. Ich glaube, Cyberpunk könnte ich mir auch nicht vorstellen, mit einem Controller zu spielen. Bei Far Cry war es ein bisschen eigene Dummheit, dass ich dann sozusagen mir gedacht hat, na komm, damit geht das auch wenn es Aim Assist hat, aber es spielt sich einfach anders. Ist einfach so. Haben wir einen Scanner dabei? Ne, nur einen D-Scanner. Shit. Naja, was soll's. Next System in Root. Engage Super Cruise.
Ach, wir gehen jetzt erstmal in den Supercruise und dann Warp. Ah, egal. Die Targoiden kann man doch easy zerstören, haben Silent und ich schon oft hingekriegt. Ja klar, mit einer Sidewinder habt ihr das bestimmt gemacht, oder? Ihr Schwindler! Deine pure Awesomeness hat sie... Ja, genau. Die haben gesehen, oh, das ist Tarnis B, schnell weg. Alle mit der Ego-Perspektive, alles mit der Ego... Mit der Ego-Perspektive, mit Maus, Rest mit Controller. Verstehe nicht, wie man GTA mit Maus spielen kann. Das Laufen ist so ist doch schwammig. Aber wie gesagt, ich würde es echt vom Spiel abhängig machen. God of War fand ich mit Controller richtig gut. Oder Spider-Man. Ey, Kartoffel, schönen guten Abend. GTA spiele ich mit Controller und Maustastatur. Na, Maustastatur spiele ich GTA, wenn ich laufe und schieße. Und... Wenn ich Auto fahre, dann meistens mit Controller. Open System Map? Nee, aber mit der Cobra. Ja gut, die ist ja auch schon deutlich stärker als die Sidewinder, ja. Ob Ramon wiederkommt, wenn er sieht, dass sie wieder Elite spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist aus Elite raus, der Ramon. Spielst du mit der Odyssey-Erweiterung? Ja. Ja, Kartoffel. Okay. Wunderbar, ich habe gar nicht nach einer Unterrichtseinheit gefragt. Der quatscht einfach rein. Hab so viele Kobras in Elite. Oh Mann. Ja, mach mal ein paar Belugas klar, Silenx. Genauso auch, sobald ein Fahrzeug genutzt wird, ist der Controller dran. Genau, und bei Elite habe ich es jetzt mittlerweile auch so. Das Schiff fliege ich mit Hotas. Wenn ich laufe, habe ich Maustastatur. Und wenn ich mit dem SRV fahre, habe ich Controller. Wird alles mit abgenommen, benutzt. Ich habe Elite durchgespielt. Kam bei dir Abspann? Gibt es einen Abspann? Wieso habe ich den noch nicht gesehen? Ist ja wie mit Hotas. Ja, habe ich eine Weile oder eigentlich den Großteil meiner Spielzeit immer mit Hotas gemacht und irgendwann dachte ich mir so, ach komm, Controller geht eigentlich auch ganz gut. Und der Vorteil beim Controller ist, dass du während du fährst, kannst du das Turret bewegen. Du kannst also die ganze Zeit in der Perspektive vom Geschütz bleiben und du steuerst mit dem einen Joystick so das Lenken, mit dem anderen das Turret. Und das ist, ja, gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich auch nicht schlecht. Hat Elite schon zweimal durch und jetzt aus purer Langeweile macht er alle Targoiden Schrott. Ja, ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ey. Ach echt? Von wem denn? Ich hab nichts. Lassen Sie mich. Oh. Mikroruckler sind natürlich beim Ausweichen von der Interdiction echt geil. Danke, danke. Liebrecht Aukamp. So ein schöner Name. NPC, das ist die Polizei, die dich auf Verbrechen scannen wollte. Ich möchte nicht gescannt werden. Ich habe nichts zu verbergen, oder? Bin ich gesucht? Nee, ich habe auch damals nie Sklaven. This is Navy Interdiction. Ja, stimmt. Das steht links. Scheiße. Nicht, dass die jetzt denken, ich habe was zu verbergen, weil ich abgehauen bin. Bestimmt nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Nee, nee.
Ach so, ich muss jetzt wieder selber landen, ne? Ich hab noch zweimal, darf ich den Computer nicht benutzen. Na, ist eh aus. Da passiert nichts. Na, die ziehen mich raus, scannen mich und lassen mich dann gehen. Wenn, stimmt, da würde dann Wanted stehen, ne? Oder sowas. In roter Schrift. Ah, die Mikrohuckler sind echt kacke. Oder schade, sag was mir so. Was habe ich eigentlich für Kabinen? Economy. 16 nur? Ist nicht viel. 16 Economy? Warum habe ich denn so wenig? Leicht überfressen, naja, wie immer halt. Ja. Request Landing. Ich sollte aufstocken, ja, mal gucken, ob die im Rescue Ship was entsprechendes verkaufen. Deploy Landing Gear. Deploy Landing Gear. Stop talking. Starte ich selbst Elite? Okay, Max hat gesprochen. Spiel über Fortnite. Ich bin so gespannt auf Samstag. Max, spielen wir Samstag Fortnite? Abends, wenn die neue Season kommt? Bitte bann dich für diese Aussage selbst. Ich spiele auch Fortnite, Oscar. Und das eigentlich sehr gerne. Repair and Refuel. Samstag ist doch, glaube ich, 22 Uhr das End-Event für die aktuelle Season. Und ich auch, ich glaube auch für die aktuelle, für das Chapter 2. Und dann geht es mit Chapter 3 los. Wobei, man könnte davon ausgehen, dass sie dann vielleicht wieder, dass sie dann wieder ein, zwei Tage offline sind. So, ich werde jetzt mal kurz auf Klo verschwinden. Und dann bin ich sofort wieder da. Bis dann noch mal ein bisschen Fortnite-Musik an. Und wir gucken gleich mal, ob die hier noch Kabinen verkaufen. Oder was ich überhaupt eingebaut habe. Keine Ahnung. Also, guten Abend, Frohling. Hallo. Danke fürs Klo. Victory Royale, yeah, Fortnite, we bout to get down. Get down. 10 kills on the board right now, just wiped out Tomato Town. My friend has gone down, I revived him, now we're heading southbound. Now we're in the Pleasant Park streets, look at the map, go to the marked sheet. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me Moisty Mire, but Mount Loot Lake. I really love to chug chug with you. We can be pro Fortnite gamers. He says, hey broski, you got some heals in the shield pot? I need healing and I am only at 1 HP. Hey dude, sorry, I found nothing on this safari. I checked the upstairs of that house but not the underneath yet. There's a chest that's just down there. The storm is coming fast and you need heals to prepare. I've got V-Bucks that I'll spend, more than you can contend. I'm a cool pro Fortnite gamer, cool pro Fortnite. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me Moisty Mire, but not Loot Lake. I really love to chug chug with you. We can be pro Fortnite gamers.
Fortnite gamer. Can we get a win this weekend? Take me to Loot Lake. Let's change the game mode and we can disco dominate. Let's hop in an ATK. Take me to the zone. I'm running kind of low on mats. I need to break some stone. Dressed in all his fancy clothes. He's got Renegade Raider and he's probably a pro. He just shot my back. I turn back and I attack. I just got a victory royale. A victory royale. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me to Mushy Meyer, but not Loot Lake. I really love to jug jug with you. We can be pro Fortnite gamers. Auf jeden Fall ein Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie spielen kein Fortnite. Und da sind natürlich auch sehr viele Kiddies unterwegs, keine Frage. Keine Frage, Oscar. Aber wie gesagt, mir macht es halt hier und da mal Spaß. Ich bin nicht wirklich gut in dem Spiel, aber zusammen da rumhüppen und durch die Gegend ballern ist auch mal ganz befreiend. Was meinst du denn eigentlich im Open? Meinst du, weil ich einfach pinkeln gehe im Open und mich abschießen lasse vielleicht? Hoffentlich nicht. Sollten gerade andere Spieler dort sein, ziehst du gerade den Hass auf dich. Sollten gerade andere Spieler dort sein, so du bist, wo du bist, ziehst du, warum ziehe ich denn den Hass auf mich? Ist das nichts Gutes in so einem Rescue Ship, Leute zu retten von der Station? Mache ich gerade was falsch? Nein, diese Rescue-Ships haben ein Pet L. Ah, ich gehe pinkeln und blockiere. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, sorry. Das war auf jeden Fall keine böse Absicht. Haben die hier überhaupt was zum Bauen? Nö, ne? Oder? Engineers Workshop. Outfitting. Es sieht alles anders aus. Ach du Scheiße. Passenger-Kabinen. Ah, die haben ein paar hier. Aber das Menü ist ja auch komplett anders. Core. Optional. Wir haben hier Fuel. Ah, wir haben so riesen Cargo-Racks drin. Da können wir eigentlich mal Cargo-Rack weghauen und dafür... hier haben wir auch noch ein Cargo-Rack und da auch. Und dann machen wir da Passagier-Dings rein. Cell. Cell. Wie viel Platz haben wir denn? Aber wie gesagt, die Menüführung ist völlig anders oder sehr anders und da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Also eine Vierer und eine Klasse 5. Kannst du Rect Replace machen? Na stimmt, hätte ich machen können, hätte ich nicht extra verkaufen müssen. Eine Fünfer? First Class? Nee, wir brauchen Economy. 5E? Ja. Und eine 4E. Da. So, wenn ich jetzt mal hier hingucke, dann haben wir immerhin 42 Plätze. Das ist ja schon mal was. Und dann können wir eigentlich noch über Advanced Maintenance ein paar Limpets kaufen, um Escape Pods und irgendwelche anderen Sachen in dem Schiff zu sammeln. Steht jetzt auch immer oben, welche Klasse. Du kannst den Fuel Scope dort lagern und durch eine Kabine ersetzen. Stimmt eigentlich, ne? So, erstmal Limpets.
8. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Okay. So, und dann sagst du Fuel Scoop. Storn. Stored Fuel Scoop. Und dann meintest du eben noch, steht jetzt immer oben welche Klasse. Oben welche Klasse. Hm? Ach da, Class 6. Ich sehe so jetzt drüber, also hier sehe ich jetzt, für welche Modulgröße ich jetzt gerade was kaufe und einbaue. Okay, okay. Ja. Danke, danke. Oscar, danke, danke. Aber 6 gibt es eh nicht, wie ich sehe. Es gibt maximal 5. 5E. So. Aber dann sind das nochmal ein paar mehr. Kann ich noch irgendwas ausbauen? Schildgenerator? Naja, ich weiß nicht. Will ich ohne Schildgenerator fliegen? Eigentlich nicht. Die haben wir nur Klasse 5. Lass lieber drin, falls irgendwo gegenditscht. Naja, das kann ganz schnell ganz böse enden. So, 16, 30, 3 mal 6 sind 18, 48, 56. Habe ich richtig gerechnet? 30, 3 mal 6, ja. Ey, Scheigei, grüß dich. Hallo. So, jetzt nochmal ohne Landecomputer rausfliegen, wobei das auf so einem Pad nicht das Problem ist. Und dann kann ich den Computer wieder anmachen. Wobei, bei der brennenden Station ist ja eh kein Navigationssystem möglich. Die haben andere Probleme. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Noch 3 Wochen, dann gibt's wieder Turkey and Stuffing. Ist so ein amerikanisches Ding, oder? Gewiss. Open System Map. Fort Xeno. Na dann. Engage Super Cruise. Hallo? Super Cruise! Ich will Super Cruise! Habe ich noch... Ach, ich war bestimmt noch Masse gelockt. Das sollte ganz oben in der Liste sein, ne? Eigentlich bei Kontakten, genau, das ist ja hier die Station, die hätte ich eigentlich direkt anwählen können. Hätte ich gar nicht in die Systemkarte rein müssen. Aber wie gesagt, ich bin 4 Monate raus, das ist, verlernt man irgendwie. Und da muss man erstmal wieder reinkommen, diese gewisse Routine bekommen. Shields. Wo muss ich landen?
Ja. Deploy landing gear. All traffic proceed with extreme caution. We are unable to provide a clear route through the inner dock. Los, lande. Dein Kompass sagt es dir genau, diese Bubble links. Docking successful. Make sure you have your hazardous environment suit to hand, Commander. Voice attack aus. Ja, es gibt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, es macht Spaß, das zu benutzen, aber es ist umständlich. Das Problem ist auch irgendwie, dass wir in der aktuellen Version nicht mehr mit einem Knopf auf dem Hotas das an- und ausstellen können. Ich muss immer eine Maustaste drücken, aber ich finde es halt so von der Immersion sehr schön. Ist halt meine Welt irgendwie. Und ich finde es ganz lustig, wie die auch manchmal miteinander interagieren. So. Wie viel Platz habe ich? Was hatte ich gesagt? 10, 20, 30, 48, 56. 56. Ist ja auch witzig. Ist auch neu. Ich habe jetzt noch 12. 9 und 3 wäre eine Möglichkeit. Unten hast du den Button Autofill, dann macht er das mit den Kabinen. Ah, okay. Machen wir beim nächsten Run. Muss ich mal dran denken, danke. Autofill, dann stopft er die selber rein. Bei Economy gehen ja eh alle zusammen, aber es gibt ja so Passagierarten, die dann sagen, nee, also ich sitze hier alleine, hier kommt kein anderer mehr dazu. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Und wir launchen mal und dann können wir gleich noch ein paar Sammeldrohnen raus. Fliegen rückwärts. Das sammeln wir eigentlich gerade ein. Oh, belegte Escape Pods. Sehr gut. No space for cargo. Wir müssen also Limpets weghauen.
Ist die Frage, die Limpets sammeln die doch dann wieder ein, oder? Also das nächste Mal nur 2 Limpets kaufen. Verbänden. Sammeln sie die wieder ein? Oh, ich habe eine Fein gekriegt, weil ich hier einfach Sachen rausgeschmissen habe. Hey, komm, die Station ist so vermüllt. Leute, jetzt habt euch doch nicht päpstlicher als der Papst. Nur weil ich... Der Groschen ist unersetzbar. Weil ich Müll rausgeschmissen habe. Schiffsratte von Thaddäus nie verzeihen. Jetzt reicht es, Sie verkrusteter Geizkragen. Thaddäus schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen Groschen. Best Quote ever. Oh nein, er hängt runter. Er bleibt nicht stehen. So, Cargo zu und dann raus hier. Oh, ich bin hängen geblieben irgendwo. Okay, wenig. Ja, ich habe halt kaum Cargo Space. Sollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas noch irgendwie rausbauen können. Tom! Vielen lieben Dank und danke nochmal René für den SpongeBob. Richtig gut. Man schon wieder einen Monat mehr. Mache ich was falsch? P. Nee. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung auf jeden Fall, Tom. Die Arm-Abo fallen, ja. Man denkt immer sich so. Aber nächsten Monat muss ich das mal beenden. Und dann? Ja, ist schon wieder ein Monat rum. Landing Gear weg. Wo bezahle ich denn die Strafe? Muss ich die jetzt in der Station, die brennt, zahlen oder in dem Rescue Ship? Ich weiß es ja nicht. Na, werden wir gleich sehen. Vielen lieben Dank, Tom. Sind denn noch Kekse übrig oder sind die schon alle wegschnabuliert? Ja, wenn ihr rausspringt und direkt wieder... Also man geht in Super Cruise und kann direkt wieder rausgehen, weil das Schiff ja so nah dran ist. So. Frag mal meinen Magen. Du musst die langsam essen. Request Landing. Kekse und langsam essen. Ja, nee, klar. Ich verschicke doch jedes Jahr Plätzchen an die Supporter, also die, die wirklich hier immer mal einen Sub reinhauen, die kriegen Plätzchen. Und dieses Jahr habe ich schon 20 Kilo Teig verbacken. Ich habe insgesamt 17 Plätzchenpakete verschickt und 3 habe ich übergeben, persönlich. Also sind wir so bei 20 Paketen. Völlig verrückt. Es gab keinen Bugstream dieses Jahr. Ja, das stimmt. Vielleicht mache ich dieses oder nächstes Wochenende noch einen Show-Bugstream, wo man dann so sieht, wie ich Plätzchen backe. Da bin ich wie das Krümelmonster. Alles rein. Ja, ich vielleicht auch. Repair and Refuel. Und danach jammerst du, dass es dir nicht gut geht, ja. Was soll man sagen, ne? Das Problem kenne ich auch. Man isst so schnell und dann ist man immer so vollgestoppt, ne? Na, mal gucken. So, ich würde jetzt hier mal
Aber wir haben gar keinen Platz, ne? Repair machen wir mal. Limpets ist gar kein Platz da, weil wir voll sind mit anderen Sachen. Ach, guck mal hier. Encrypted Correspondence. Correspondence. Können wir verkaufen, oder? Sell. Und dann müssten wir doch noch Contacts. Search. OS. Hallo, ich würde gerne abladen. Warum kann ich da nicht rüber? Habe ich Escape Pods? 4 Stück. Ich kann da nicht hier. Ich kann nicht. 0 von 4. Nimmt er die nicht hier oder was? Und da kommen die Kekse wieder raus als Teig. Ugh. Hinten, ne? Kann es sein, dass deine Kamera hängt? Ja. Das kommt leider immer wieder vor. Ich weiß noch nicht, was das Problem ist. Bin eben noch nicht auf den Grund gegangen. Aber mit einem Restarten geht's dann wieder. Danke für den Hinweis. Wird Zeit für eine neue Cam? Nee. So, wie kriege ich die denn jetzt aufgeloadet? Offload. Ich würde gern hier... Wir haben noch einen beschädigten Escape Pod, einmal Personal Effects und 4 belegte Escape Pods. Da sind also Leute drin. Die würde ich gern abgeben. Ah, hier, die Passagiere können wir auch mal weghauen. Also. Hallo? Sag mal. Sind die jetzt alle raus? Ne, die sind noch da. Unter Kontakte die Strafe. Ah, vielleicht muss ich die Strafe zahlen. Meinst du? Wo denn? Bei wem? Legal? Keine Bounties, Fines. Kann ich hier nicht bezahlen. Muss ich die auf der Station bezahlen? Ah, hier. Ja. So. 1500 habe ich blechen müssen. Die Kamera ist schon wieder weg, ne? Also... Ich habe auch schon einen anderen USB-Anschluss probiert, aber irgendwie weiß ich nicht. Verkauft die Passagiere. Ist das dann nicht Sklavenhandel? Oh, Pizza Hawaii. So, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ah, danke. Vielen, vielen Dank. Personal Effects kann ich noch nicht weggeben. Confirm. Damaged. Offload. Wieso kann ich den nicht... Hä? Hä? Was ist denn hier mit dem Mission Board? Ah, Completed Missions vielleicht. Schmeckt das wirklich nach Pizza Hawaii? Ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber ich muss sagen, das riecht und schmeckt wie Pizza Hawaii, das Zeug. Man hat natürlich nicht diesen schönen Effekt, wenn man reinbeißt. Aber so vom Geschmack im Mund... Und vom Geruch in der Nase? Krass.
mit A und D den Zähler hochmachen. Okay. Probiere ich gleich mal aus. Geld ist egal. Reputation oder Einfluss? Oh, hier gibt es sogar 33 Dingers. Reputation. Guten Abend, hallo Buff. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Ich hoffe, es geht dir gut und hattest einen sehr, sehr schönen Tag. Mit A und D geht's auch nicht. Das ist ja krass. Hab ich wahrscheinlich dann nicht so eingestellt in den Settings. Ah, das ist ja nervig, oder? Dass die UI dann nicht richtig funktioniert. Jetzt geht's. So, zwei Sammeldrohnen wieder. Das UI. Habe ich die UI gesagt? Die User Interface? Vielleicht habe ich Mehrzahl gemeint. Nein, du hast ja recht. Thanks for the Hinweis. Voll der Schlaubi. Ja, also. Wenn ihr mal Bock habt auf Pizza und das flüssig, probiert das mal aus. Es ist gar nicht so eklig wie gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, war recht lecker. Den Schinken habe ich so ein bisschen vermisst. Also ich hätte mich gefreut, wenn hier drin so kleine Schinkenstückchen rumgeschwommen wären. Das war leider nicht der Fall, aber bei Smoothie ist ja eh immer alles so zermixt, ne? Wollte ich denken, alles gut. Aber gut. Für eins baue ich das nicht aus. Ne. Launch. Hallo, Ani. Vor ein paar Jahren hat man noch Späße gemacht. Man könnte Döner auch pürieren. Dann hat man Döner-Smoothie. Meinst du, es gibt einen Döner-Schmusi? Würde ich auch ausprobieren. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Donald war auf jeden Fall lauter. Damit meine ich das Thema generell. Jetzt gibt es eben Pizza-Smoothies. Nein, Sebastian, ihr geht Pizza Hawaii zu trinken. Ach so, du sprachst, ja, okay, du weißt doch, um die Ecke denken ist für mich nicht immer so einfach. Ja, aber das ist ja eher mehr ein Spaß als Ernst, oder? Klar, sie verkaufen es auch, aber... Ich glaube eher, O ist aus.
Ja, wie gesagt, den Lebkuchen-Smoothie, den werde ich am Freitag mal probieren, wie der ist. Aber ich finde den Pizza Hawaii jetzt nicht schlimm. Der Spaß hat es in die Supermärkte geschafft, ja? Oh, ein bisschen aufgebounced. Landing operations complete. Make sure you have your hazardous environment suit to hand, Commander. Na, diese Stationen, die so angegriffen wurden von Targoiden, gibt's schon eine ganze Weile. Und da kann man halt hinfliegen, die stehen dann in Flammen und man muss Leute evakuieren und so. Das ist eine bestimmte Missionsart. So, wir haben jetzt hier 38 Aufträge für Passagiere. Wir haben Platz für 56. Jetzt probiere ich das mal mit dem Auto auffüllen aus. Kabine, Autofill. Ah, super, geht deutlich schneller. Available Cargo. Ne, das ist ja kein Cargo, es sind ja Menschen. 7, 15 haben wir noch Platz. Hier gibt's 15. Full, full. Accept. Wunderbar. Super. Genau. Don't touch me there. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. Don't... Hey, whoa, whoa, whoa! Hey, I am sick of you disrespecting my no-no square! Sebastian? Ja? Du sollst nicht meinen echten Namen sagen. Wir müssen anonym bleiben, Max. Ja, ist gut. Genau, die Targoiden greifen ja immer mal wieder an. Und dann fliegt man damit zu Passagierschiffen hin oder mit Schiffen, die Passagierkabinen haben und versucht dann die Leute da irgendwie rauszuretten. So, Heatsink an. So, und dann schicken wir mal zwei Sammeldrohnen raus. Sammelt uns mal Sachen ein, bitte. So, die sammeln jetzt hier irgendwelche Escape Pods und so einen Kram ein. Wir sind ja gleich voll. Mann, Buff, der ist eh aus. In der Brennstation gibt's kein Auto landen. Aber auf dem Rettungsschiff muss ich es jetzt dann wieder per Hand machen. Mann, oh. Oh, ich hab grad hier aufs Display geguckt und dann explodiert hier alles. Ah, hier sind die Drohnen. Sorry, ich bin weggeflogen. Die sammeln nichts mehr, oder? Ah, doch. Hurre, René, mein Sieb. Guten Abend, Madin. Kurz AFK, macht mir mal eine Fettbämme oder zwei. Alles klar, mach das mal. Mach dir mal eine Fettbämme. Silenx, bist du noch da? Oder bist du schon eingeschlafen? Aua. Bist noch da? Gut.
Wenn das Wetter nicht so scheiße wäre, würde ich einfach nochmal bei Domino's vorbeigehen und mir eine Hawaii-Pizza holen. Du hast mich ja gesponsert heute. Aber eigentlich ist es zu spät, um was zu essen. Gönn dir. Nee, Silence. Du Geldrausschmeißer. Rescue Ship. Wo ist die Station hinter uns? Da fehlt sogar ein Stück vom Ring. Denk an seine Figur, sonst Verbimsung. Es ist nie zu spät. Ich könnte mir einfach morgen zum Mittag eine Pizza Hawaii holen. Das könnte ich machen. Silence, da haben wir einen Deal, oder? Mann, das denkt nie an seine Figur. Ach nee. Dann mache ich das morgen zum Mittagessen. Dann gehe ich rüber zu Domino's, die sind hier um die Ecke, und hole das ab. Und dann laufe ich ganz stolz mit der Pizza die Straße entlang. Request Landing. Wo ist denn unser Landepad? Ich sehe nichts. Landepad 1. Wo soll denn das sein? Holt der Vertragsunterzeichnungsunterlage raus mit den Verträgen. Die Vertrags. Was für Verträge denn? Deploy Landing Gear. Repair and Refuel. Für den Hawaii-Deal. Muss ja alles Hand und Fuß haben. Vor allen Dingen Hand und Fuß. So, Heatsink müsste auch nachkaufen, oder? Ja. Super. Starport Services. Gibt kein Fuß-Emoji. Ja. Requies. Direkt eskalieren bei Android. So, Search and Rescue. Was haben wir in diesem? Oh, Teile von einem Schiff. Bringt jetzt nicht so die viel fette Kohle, aber egal. Dann wieder einen belegten Escape-Bot. 3 sogar. Jetzt ist das wieder gebuggt. Muss ich jetzt für jedes Einzelne hier reingehen? Oh, das ist schon ein bisschen kacke. Ist schon ein bisschen kacke. Kleinigkeiten. Ich hoffe, die kriegen sie irgendwann mal gelöst hier. Ein beschädigter Escape-Pod, der hat dann nicht überlebt, oder? Der da drin liegt. So, dann noch Passagiere. Grid Resistors. 5 Einheiten. Das ist ein Material, aber Stufe 1 braucht kein Mensch. Oh, die Tür. Bin gleich wieder da. Amazon.
Amazon. Ich glaube, das ist mein Cyberpunk-Licht. Passend zum letzten Stream am Freitag. Cyberpunk. Muss ich doch einmal hier zeigen, oder? Da brauchen wir große Kamera. Oh, ist schon wieder eingefroren. Die Gesichtskamera ist eingefroren. Ey, ich muss noch mal googeln. Ich weiß nicht. Vielleicht ist auch die Software nicht auf dem aktuellen Stand, aber eigentlich schon. Kann ja wohl nicht wahr sein. Cyberpunk. Stellt man sich auf den Nachttisch und dann leuchtet es gelb. Das kann dann hier so im Hintergrund stehen. Da so. Und dann sitze ich so. Schön. So, Stufe 1 haben wir gesagt. Nee, 224.000 Credits. Wie viel Grid Resistors habe ich denn? Audio Logs. Ja. 134 von 300. Na komm, gib her. Nehme ich. Fürs Engineeren. Später irgendwann mal. Mit Stufe 1 Sachen. Braucht man ja auch. Einfluss, ja, gib her. Und Reputation, na klar. Was ist denn hier los? Manchmal friert das Spiel ein. Möchte das nicht. Ey, Ned Flanders, schönen guten Abend. Grüß dich. Na? Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. So, wir fliegen jetzt noch schnell zu der Station und dann muss ich schon wieder auf Klo. Zu viel Tee und Pizza Hawaii-Schmusi heute. Retract Landing Gear. Ey, Leon. Hallo. Weißt du, wer dieses Wochenende Zeit zum Spielen hätte? Rettete Dämpchen und so? Die Frage ist nur, bist du dieses Wochenende an deinem PC oder nicht? Du nicht? Schade. Dann muss ich mit Jermaine alleine spielen. Ananas. Ich denke auch gut. Genauso wie dir. Sehr schön. Ja, das freut mich doch. Muss mal Benny fragen. Welcher Tag? Na, soweit ich Jermaine verstanden habe, muss er nur, wenn überhaupt, morgen arbeiten. Donnerstag zu Freitag. Und er hätte Zeit am Freitag, Samstag und Sonntag. Können wir ja nochmal quatschen. Können wir ja nochmal eruieren. Wir müssen ja nicht jeden Tag 10 Stunden spielen. Aber du fährst erst nächste Woche nach Hause, ne? Das war doch irgendwie, es war noch nicht diese Woche, sondern nächste. Die Plätzchen sind übrigens unterwegs, Leon. So.
das sieht doch schön aus. Ich gehe mal kurz wohin, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal Wasser wegbringen. Hallo, da bin ich wieder. Voll? Ist da gerade ein Spieler? Oh, landet. Zwei ASP Explorer sind hier. Ach so, weil ich 7500 Meter. War zu weit weg. Stellaris-Musik mag ich auch sehr gerne, auf jeden Fall. Cantina Band ist aus. Alle Sounds sind aus. Well said. Cookie? Fast alle Sounds. Yes, Gary. Take one. You displayed a quality I hadn't seen in you previously. Courage. Exemplary. You earned it. And because I am the captain. Cookie withdrawn. I got one. Sweet Grandor's glab. I got a mother loving cookie. Jetzt lasst ihr mal das Kabel los. Joystick. Und Schubregler. Also mit so einem Hotas. Ja, hat sich aber bei mir schon mehr als bezahlt gemacht. Also. Hab ja schon ein bisschen Elite gezockt. Und es macht schon nochmal ein bisschen anders Freude, mit so einem Hotas-System da durch die Gegend zu gucken. Genau, Flugsimulatoren könnte ich auch spielen. Also Flight Simulator, den neuesten. Habe ich auch ein, zwei Mal angehabt, aber ist mir zu realistisch.
So, 10, 26, 34. Zwölf. Es gibt, glaube ich, von Trustmaster auch extra für so für Flugsimulator so ein Airbus Rotas. Das ist in Blau und hat, glaube ich, beim Schubregler. Hast du nicht nur ein, sondern zwei, also für jede Triebwerksseite, glaube ich, kannst du gesondert Schub geben. Das ist auch nicht schlecht. Ewok. Ewok Point, hat er doch gesagt, oder? Leave all personal belongings behind. Oh. Das würde mir nicht so leicht fallen. So, die Hitze kommt zurück. Na los, sammelt man noch ein paar Escape Pods ein. Ich habe lange X-Plane betrieben, habe guten Joystick und Schubregler. X-Plane sagt mir jetzt erstmal nichts, aber klingt auch nach einem Flugsimulator, würde ich mal vermuten. Nur Damaged Escape Pods diesmal, aber diese. Ah, ein Occupied und drei Damage. Da wo die Leute drin überleben haben, das ist irgendwie mehr wert. Ist sowas wie Flight Simulator nur eine andere Spielerschmiede? Ah ja. X-Plane heißt das. So, dann sind wir gleich voll. Und dann müssen wir raus. Okay. Ich jetzt vielleicht mal. Engage Super Cruise. Gibt viele kostenlose Add-ons. Aha. Also Flugsimulatoren, so mit echten Flugzeugen, mit Cessna und Co. Oder Airbus. Weiß ich nicht, hat mich irgendwie nie so richtig angezeckt. Und das erste Simulationsspiel, was ich eigentlich gespielt habe, war Elite. Oh. Science Fiction. Request Landing. Ah. Sag mal, wie voll ist denn die Queue? Redet er nicht mehr mit dir? Wer? Dort. Der Computer redet mit mir.
Man hört es aber nicht. Also ich sehe es zumindest bei mir ausschlagen. What is your name? Hört man das die ganze Zeit nicht? Warum sagt denn keiner was? Nee, anscheinend hört man es wirklich nicht. Das ist ja krass. Also ich höre es im Spiel auf jeden Fall. Aber ihr hört das nicht, ne? Ich rede die ganze Zeit mit dem Computer. Ich guck mal kurz. Voice Attack steht bei Pro Dings SFX. What is your name? What is your name? My name is Eli. Hello, I'm Eli. Hört man jetzt was? Who made you? Classified. Okay, sehr witzig. Ich habe jetzt 2 Stunden gestreamt und niemand hat sich die Frage gestellt, mit wem ich da eigentlich spreche. Oh mein Gott. So, die Tasse von Max kann ich abhaken. Die Tasse von Silenx auch. Talgo kriegt noch ein Magnet. Silenx kriegt ein Magnet und OpenPlay hake ich jetzt auch ab. WTF, danke Ned. Es ist niemandem aufgefallen. Repair and refuel. Acknowledged. Repairs, fuel, weapons, check. Request complete. Starport Services. Starport Services. Schon ein bisschen lustig. Oh Mann, ey. So. Nee, also wie gesagt, ich habe die ganze Zeit die unterschiedlichen Stimmen gehört. Danke für den Hinweis, Ned. Das ist sehr nett. Contact. So. Und dann. Einen hat man noch. Kaputte Escape Pods, 3 Stück. Ich dachte, du spielst einfach ohne Voice Control. Nein, ich spiele mit Voice Control. Der Oscar hat vorhin auch gemeint, Voice Control ist ihm einfach zu anstrengend. Er hat schon rausgehört, dass ich Voice Commands gebe, aber dass die mir Feedback geben, das ist irgendwie nicht angekommen. Also bei euch nicht. Ich habe es auf den Ohren gehabt. Ich finde das auch großartig. Du fliegst ohne. Ja, du hast ja auch recht. Im Endeffekt, wenn man alle Knöpfe auswendig kennt und gut belegt hat, ist man damit deutlich schneller. Einen gewissen Delay hat ja Lois. Voice Control immer noch. Ich flieg gerade über dir. Eine Federal Corvette. Das bist doch bestimmt du, oder? Mal kurz, ich muss noch mal 2 Dings. 2 Limpets kaufen. E2 confirm. Exit. Der Name. Was hast du denn für einen Namen?
Trau dich, Oscar. Nein, bitte schießen Sie nicht auf mich. Ich bin unbewaffnet. Gern mal reinholzen, sag mal. Commander Oscar in der Tonne. Ja, das bist du. Das ist ja unglaublich. Wie du hierher geflogen bist, einfach. Master. Du bist Master im Kampf dann, oder? Also beim Kampf, da brauche ich noch eine ganze Weile. Obwohl, da bin ich auch Master. So, zurück aus dem Lurk. Willkommen zurück. Ja, krass. Das ist ja eine schöne Überraschung. Ist das nicht die Schwester von Fixie Hartmann? Ja, es könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist das nicht... Oh mein Gott. Die Schiffs-ID ist viel subtiler. Naja, gern mal reinholzen. Ah, die Schiffs-ID? Wo sehe ich denn die? Idiot. Nein, nicht schießen, Oscar. Ich bin hier, um Leute zu retten. Muss mich ja irgendwie beschreiben. Oh, ich bin noch Masse gelockt. Ich bin immer Masse gelockt. Ich möchte jetzt keine Sprüche dazu hören. So, eine Runde mache ich noch. Und dann fliege ich zurück. Müssen wir hier eine Chat-Abstimmung starten? Nein, müssen wir nicht. Du würdest doch nie auf einen unbewaffneten Orca-Kapitän schießen mit einer Corvette. Das würdest du niemals tun. Vielleicht noch mit Flüchtlingen im Schiff drin. Jeder ist dafür, ihn abzuballern. Nein, nein. Oh, die Station hat aber jetzt gebraucht zu laden. Wer liegt, der kriegt. Order has to kill Tennessee. Paul has ended. Oh, ihr Schweine. Ihr wollt mich echt tot sehen. Unglaublich, dieses Verhalten. Wir hatten das doch einmal. War das der Ramon oder war das jemand anders? Wir hatten doch mal so einen Arztsohn, der Elite mit seinem Vater gespielt hat. War das der, der mich abgeballert hat oder zumindest so weit runtergeschossen hat, dass ich nur noch 10% Struktur hatte oder sowas? Ich glaube ja, ne? Seitdem habe ich da so ein bisschen eigen drauf reagiert immer. Lass dich nicht herausfordern. Wenn hier jemand Befehle gibt, dann ich. Oh Mann, ey. Das war Ramon, ne? Aber Ramon war nicht der Arztsohn. Der Arztsohn war nochmal jemand anders. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber... DK? KD? Aber das war auch schon wieder jemand anders. Ich bringe alles durcheinander. Ich hätte da hier so eine gegimbelte Railgun um die Ohren gepfeffert. Ich hätte dir so die... Was, René? Du hättest mich angegriffen? Du fiese Möb.
8 und 4 sind 12. Das merke ich mir, René. Hier sind 12. Das merke ich mir. Gewiss war Serafina. Serafina war nochmal jemand anders. So viele Kinder hier. Serafina war die Beste, die die ganze Zeit Witze gepostet hat, ne? In den Chat. Das ist aber auch noch aus Zeiten, wo ich, glaube ich, zu Twitch und YouTube parallel gestreamt habe. Und Serafina kam immer bei YouTube dazu. Sofort. Ich hätte dir die Fracht geklaut. Meine Flüchtlinge. René. Habt ihr eine Team-Einladung geschickt? Man schießt doch nicht im Team ab. Eine Team-Einladung. Ach so. So eine Wingdings, ne? Hier ist ein Impatient Passenger. Löschen. Commander Oscar in der Tonne. Müssen wir jetzt in einem Team sein? Invite to Team, to Crew. Impatient Passenger löschen. Bei mir ist das irgendwie nicht mehr angezeigt hier. Du beschützt mich jetzt bitte, Oscar. Vor allen Rüpeln, die da vielleicht kommen mögen noch. Irgendwelche Stream-Sniper. Jetzt kann ich ihn abschießen ohne Strafen. Ach so. Du Sau. Hör auf, ich hab Angst. Auch wenn ich lache, ich hab wirklich Angst. Ich komme nicht raus. Ich hab genügend Heatsinks. Ich kann hier stundenlang aushalten. Ich komme nicht raus. Kannst vergessen. Streamschneifer, genau die. So, was ist denn hier los? Ich bin hinter dir. Nein, nicht. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich habe Angst. Inventory. Hallo. Ah, sehr gut. Ist er wirklich hinter mir? Oh, fuck. Der ist wirklich hier. Und er hat die Waffen draußen. Oh, oh. Der hat die Waffen draußen. Mann, Mann, Mann. Gibt's noch Sammeldrohnen oder sind die alle kaputt? Ich glaube, die Sammeldrohnen sind kaputt, oder? Hau ab, Basti, der Typ ist ein Psycho. Mann, Oscar, du hast meine Sammeldrohnen zerstört. Nee, alles gut. Ist schon gut. Ich hatte zwei Stück, die hatte einfach platt gelegen, wie so eine Flunder. Unglaublich, dieses Verhalten. Ich hinterlasse dir, weil ich so, ach wo, komm. Wir fliegen, also ich fliege jetzt zurück. Und das Sammeln ist zwar nett, aber das lassen wir. Da bauen wir lieber noch ein paar Kabinen ein, oder? Nee, ich muss ja auch langsam zurück nach James Memorial. Oh, die Hardpoints sind noch draußen. Jetzt aber. Los. Hüpp. Ach, Oscar, ey. So, schnell abhauen. Der findet mich nie. Aber ihr seid in einer Gruppe. Egal, der findet mich nicht. Hundert Kilometer entfernt vom Rescue Ship. Ach du Scheiße. Interdikten, Ladeluken öffnen, Attacke. Oh nein, er ist auch rausgejumpt. Schnell weg. Er hat mich auch im Ziel gehabt. Unglaublich. Der hat mich anvisiert. Der hat mich sozusagen bedroht.
Hilfe! Hilfe! That's a negative. Nein, ich bin lange noch dran. Unable to comply. Warum? Mach auf, die Luke. Ich muss ja Leute abgeben. Wenn ich dich wegschießen wollte, dann wärst du schon längst weg. Naja, aber manche Raubtiere spielen ja erstmal mit ihrer Beute, bevor sie die dann zerfetzen. Ich glaube, hier ist gerade jemand auf der L. Ich sag ja, der Oscar ist ein Psycho. Könnte dich auch einfach weggraben. Nein, lassen Sie das. Lassen Sie mich. Oh, da kommt jemand rausgeflogen. Ein Typ 7 Transporter, der ist L. Commander Kübbels. Ach, der macht bestimmt dasselbe wie ich. Cool. Sind doch ein paar Leute da im Open. Commander Kübbels da. Typ 7 Transporter. Oscar in der Tonne. Rank Master. Hülle 100% Schilde. No Record und Faction None. Oh Mann, ey. Leute. Repair and refuel. Affirmative. Repairs, fuel, weapons, check. Super. Starport Services. Starport Services. Das ist das Wort. Thank you. You're welcome, Commander. Um das Ziel springt immer automatisch auf den Teammate, wenn man rausdroppt. Okay. Ich dachte, ich hab die Knarre im Nacken, ne? Also ich dachte echt, da ist hier gleich löst sich ein Schuss oder so. Es gibt keine Community Goals aktuell. Aha. Schon wieder diese Grid Restorers. Whatever. Ich habe gerade einen Rülps gelassen und im Mund habe ich jetzt Geschmack von Pizza Hawaii. Dabei habe ich heute gar keine Pizza Hawaii gegessen. Sorry für die eklige Info, aber musste jetzt mal loswerden. So, wir bauen um. Erstmal reparieren, Farbe wieder dran klatschen, Cargo Hatch geht's gut. Outfitting. Hatten wir die Abstimmung schon? Nein, wir brauchen keine Abstimmung. Oscar, schnapp dir einfach den Sohn, obwohl der spielt nicht mehr, der wollte mich auch immer abballern. Und dann bin ich mal mit einer Sidewind dahin und er stand da mit der Anaconda und hat sich dann gefreut, mich abzuschießen. Die Kamera ist stehen geblieben. Wenn die nicht mit Ja kommt, wird nicht geballert. Naja, aber die wollen ja alle, dass ich abgeballert werde. Das sind ja hier keine Freunde, die hier zugucken.
Was haben wir denn noch gestort eigentlich? Wie? Ach, die sind in James Memorial, oder? Was hatte ich denn hier noch ausgebaut? Schildgenerator? Habe ich auch noch welche? 8A und 5D. Wir sind sadistische Hater und Trolle. Basti lässt uns aus Angst hier. Den Fuel Scoop klingt sehr logisch. So, der Fuel Scoop ist eingebaut hier. Und ich hatte Cargo verkauft und dafür Passagierkabinen eingebaut. Ja, mehr habe ich nicht hier, ne? Also ich müsste ja bei Stored, müsste ich das ja sehen, ne? Und die sind nicht hier, die gestrichelten Dinger. Die würde ich mir transferieren lassen. Nee, möchte ich nicht. Nur den Fuel Scoop Surface Scanner. Was habe ich mit denen gemacht? Richtig schönes Lied, was da jetzt kommt übrigens. Wir voten bei Disco Elysium immer so, dass Basti scheitert. Ey, es war ein schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war auch schon sehr langatmig. Open Galaxy Map. Galaxy Map. Mach mal Platz im Hangar, ich muss es abgeben. Okay, warte. Und er soll Vertrauen zu uns haben. Manchmal habt ihr mir ja auch geholfen. Oder es haben mehr geholfen, als mir vors Schienbein getreten wurde. Cool, Nein hat gewonnen. Schau mal, wie lieb wir doch sind. Ach, du hast echt eine Umfrage gemacht? Oh. Habe ich erst jetzt gesehen. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Ja, ihr seid voll lieb. Habe ich gar nicht mitgekriegt mit der Umfrage. Kann ich hier irgendwo noch sehen? Activity Feed. Die ist eben wieder eingeklappt. Gab ja... Ach, es gab nur Nein. Von wegen lieb. Es gab ja nur diese eine. Hallo Sebastian, grüß dich. Na? Was ist mit deinen Schilden los? Die laden sich gerade das wieder auf. Die fliegen irgendwo Schiffe rum.
Da. Das sind die NPC-Wachen, glaube ich. Sebastian, wie geht's dir? Alle Dude soweit? Wäre da ein Jahr gewesen, wärst du schon dead. Das glaube ich allerdings auch. Wobei, in der Nähe von dem Schiff abschießen wäre auch blöd. Da müsste er warten, bis ich zumindest aus dem Masse-Lock raus bin, glaube ich. Aber genau wissen tue ich es auch nicht. Ich habe ja keine Ahnung mehr von dem Spiel. Bin da so ein bisschen raus, ne? So, was haben wir denn hier noch? Stellaris. Machen wir mal von vorne. Da kommt er, der Oscar. Oscar in der Tonne. Wie er mich einfach anschubbt. Voll der Bulli. Ich habe 98% nur noch Schilde gehabt. 2% Schilde hat er mir abgezogen. Sonst mach ruhig eine Umfrage und ich guck doch mal, ob die wirklich ja sagen. Die sagen auf jeden Fall ja. Die sagen auf jeden Fall, ja. Ich war vorhin in der Notaufnahme, weil ich mir den Kopf an einer 500 Kilo Stahlmaschine ach du Scheiße. Oh nee. Dann heile wieder gut. Soll ich den Boost? Ja, drück mal die Boost-Taste. Mal gucken, was mit mir dann passiert. Trau dich. Aber du kriegst vielleicht dann eine Verwarnung. Weiß es nicht. Kann ja nochmal ein Stück zurückfliegen. Da ist Commander Kübbels, der kommt zurück. Voll schön. Eigentlich cool, wenn man so andere Spieler sieht. So. Probier mich mal zu treffen, Oscar. Ich müsste ja, wenn, dann wieder hier spawnen, oder? Das hast du nicht gelesen. Trifft er mich? Oh, 48% Schilde noch. Was habe ich nicht gelesen? Ich würde mir 20 neue Twitch-Accounts machen, um überall Ja zu drücken. 100 Credit Strafe. Das war es wert, oder? Oh Mann, ey. Total. Oh Mann. Ja, dann bezahl die Strafe mal lieber gleich wieder, bevor du die ewig mit dir rumschleppst. Ja, Sebastian, wie gesagt, gute Besserung. Wie passiert denn sowas? 500 Kilo Stahlmaschine angehauen. Und es wurde geklebt. Also nicht genäht, sondern die Wunde wurde so geklebt. Mein Kopf brummt jetzt, das glaube ich dir. ...42% Schilde. 39. Hör auf dich an mir zu reiben. Was habe ich eigentlich für einen Schildgenerator? 5D, naja. Klingt schlimmer, als es ist, aber Schilde sind aus, aber war halt im ersten Moment, natürlich, auf jeden Fall. Das glaube ich sowas. Ich habe 1% meiner Hülle verloren. So geht's komplett ohne Strafe. Also wenn man nicht boostet, sondern so wie Sandpapier an dem anderen Schiff lang rubbelt. Oh Mann. Power to Shields. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich würde jetzt zurück nach James Memorial fliegen. Herr Oscar. So geht's komplett ohne Strafe. Mimimi, 1%. Shields online. Ja, ein bisschen Mimimi gehört dazu, zumindest bei mir.
Ach, schickst du eine Reparatur? Ah, das ist der Schraubenschlüssel. Sehr witzig, danke. Ist repariert. Ich habe wieder 100% Hülle. Repair Limpets, ja, stimmt. Was es nicht alles gibt. Many thanks. Many thanks. Many thanks. Ich fliege so oft mit Bruchpiloten, da ja aus... Ja, Quack heißen die meistens, oder? Quack, der Bruchpilot. So, da fliegt der... andere Spieler wieder. Der Kübbels. Okay. 15 Jumps. Ja, ich glaube, es geht los. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. James Memorial. Chinrata Desra. Ich flieg rückwärts, oder? Wo willst du hin? Im Rückwärtsgang will ich boosten. Oh mein Gott, wie peinlich. Ja. Boost Engines. Engage FTL. As you wish. Ach Mensch, Leute. Hier machst du was mit. Ich hoffe, ich habe nichts mehr im Cargo. Keine Passagiere oder so? Nee, alles gut. Einmal aber nur einmal mit Profis. Das wäre doch zu schön. Das wäre doch... Oh, Heatsink angemacht. Wollte ich gar nicht. Jetzt friert mir die Frontscheibe gleich ein. 2%. Ach, hier kann man nicht tanken. Schade. Ja, wie gesagt, ich bin schon so ein bisschen raus. Nächste Woche wird es deutlich smoother gehen. Smoother, glaube ich. Behaupte ich. Nein, der Oscar wird ja dann wahrscheinlich eher so aufs Campen aus sein, oder? Mit der Corvette. Wird er dann bestimmt in gefährliche Abbaugebiete oder in so Konfliktzonen fliegen und da alles wegballern. Scanning for anomalies? Smoother, genau. So schreibt man das. Oh, ein bisschen tanken hier. PvE mache ich damit manchmal ja. Hm. Na, ich habe zwar auch eine Corvette, aber an der habe ich nichts gemacht. Ich habe die Imperial Cutter. Ich spiele ab und zu mit einem Freund, mit dem Korgan. Wobei jetzt die letzten 4 Monate ja nicht wirklich. Und wir haben, also er hat eine Corvette und ich habe die Cutter und ich habe so ein paar Heillaser mit drauf und damit läuft das eigentlich ganz gut. Engage Warp Drive. Complying. Ja, ich weiß gar nicht, ist die Corvette, ist die auch ein Multipurpose? Nee, ne? Die ist schon auf Kampf eigentlich aus. Die Anaconda ist, glaube ich, das größte Multipurpose-Ship, was es gibt. Die Anaconda haben wir auch eine ganze Weile zum Kämpfen benutzt. Vectors. Weil du brauchst ja für die Corvette und die Cutter brauchst ja irgendwie einen Ruf. König und was weiß ich, Admiral oder so. Kenne mich nicht wirklich aus. Mehr auf Kampf, aber kann auch ein bisschen schlechter. Aber kann auch ein bisschen schlechter alles andere. Okay. Das Einzige, was du wahrscheinlich nicht einbauen kannst, sind so Passagierkabinen, ne? Also so Luxus oder wie die Dinge heißen. Dafür brauchst du ja dann diese Luxusschiffe. Die Dolphin, die Orca oder die Beluga. Aber ansonsten kannst du auch Passagierkabinen, du hast auch Platz für Cargo, könntest wahrscheinlich auch Mining machen, aber mit einer Corvette Mining, ich weiß nicht. Engage Warp Drive. Engaging Jump Drive. So schön.
Wie der Ned so meinte, redet der nicht mit dir? Und ich so, na klar. Ich hör den. Hört ihr den nicht? Nee. Geht alles mit dir. Hm. Ich hab verschiedenste Schiffe. Adjusting for jump. Wie gesagt, die Anaconda lange zum Kämpfen benutzt, aber die ist, glaube ich, auch nicht wirklich gut gefittet. Egal, aber damit ging's. Und jetzt, wie gesagt, die Corvette. Nicht Corvette. Die Cutter. Aber da bin ich noch am Rumbasteln. Da hilft mir der Korgan immer ganz gern. Und dann habe ich eine Python, mit der gehe ich Mining. Mining. Ja, danke. Mit der mache ich dann Mining. Und meine Diamondback Explorer oder auch die ASP, die nehme ich halt zum weite Strecken zurücklegen. Da komme ich aber auch nur auf 50 Lichtjahre oder sowas. Und ich habe ich eine Reise-Anaconda mir mal gebaut? Ich glaube ja, ne? Ich bin Playing noch, entry. Glaube ich, nach Sagittarius A geflogen. Phoenix is a minor constellation in the southern sky. Named after the mythical Phoenix, it was first depicted on the celestial atlas by Johann Bayer in his 1603 Uranometria. The French explorer and astronomer Nicolas Louis de Lacaille charted the brighter stars and gave their Bayer designations in 1756. Fascinating. Scanning. Python, ja. Na, wie gesagt, meine ist für Mining. Ich finde das ganz angenehm, wenn man vorne sitzt und dann sieht, wo man... Also man kann irgendwie besser zielen, finde ich. Also auch gerade die Explosivladung. Und ich wechsle gern mal das Cockpit. Also ich sitze gern mal in unterschiedlichen Schiffen. Wie viel Euro ich für das Spiel ausgegeben habe? Naja, fürs Grundspiel 25. Für das erste Add-on 25. Ich glaube, Odyssey hat 40 gekostet oder 30. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber den Großteil habe ich für Lackierung und Schiffskits ausgegeben. 34, okay. Das heißt, Farben für die Schiffslackierung und dann halt zusätzliche Spoiler oder was auch immer. Ich will lieber nicht drüber nachdenken, wie viel 100 Euro ich in Elite schon reingesteckt habe. Und für Voice Attack, ich glaube, das kriegst du für 5 oder 10. Aber die ganzen Voice Packs, ich habe ja 7 verschiedene, da habe ich auch 10, 15 Euro pro Stück ausgegeben. Also schon ein bisschen bescheuert. Aber immerhin 1200 Spielstunden und da weiß ich nicht, kann man das eher argumentieren. Ich glaube, aber mittlerweile habe ich mehr für Fortnite ausgegeben als für Elite, was digitale Güter angeht. Ja, ja, Hobby kostet auf jeden Fall, klar. Engage FTL. Engaging Drive. Crew Command Roster. Crewman Orion. Yes, Commander. Take all stations. Right away, Commander. That's all. Loud and clear. Standing by. Und Captain Kirk, William Shatner, oder in diesem Spiel Orion, war mein erstes Voice Pack, was ich verwendet habe. Sagt das mal jemand, der Motorrad fährt, der verbrennt das an einem Tag. Ja gut, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Hobby. Wie gesagt, die Schiffskits und so weiter, das habe ich ja auch in 2-3 Jahren ausgegeben, nicht auf einen Schlag, aber das kam dann schnell zusammen. Ach ja, spielst ja Fortnite, dafür hätte ich dich wirklich abschießen können. Wieso denn? Engage Warp Drive? Jump. Ach komm, niemand ist perfekt. Jeder hat hier und da eine Kante oder eine Ecke, an der man sich vielleicht stößt. Navigation for next system. Confirming exit point 11. Stand by, wollte er noch sagen. Acknowledged.
Voice Control off. Ist eigentlich, wo ist ein Voice Attack hier? Da. Engage FTL. Engaging Drive. Ich mag halt die Stimme von William Shatner sehr gerne. Ach Mensch, ey. Leute, morgen ist mein letzter Arbeitstag diese Woche. Am Freitag habe ich ja ein bisschen frei, Überstunden abbummeln. Am Freitag werden wir sehr wahrscheinlich Cyberpunk beenden. Ist ja nur noch eine Handvoll Quests übrig. Und dann bin ich damit bestimmt demnächst dann bald auch durch. Wird um 12 Uhr mittags anfangen und dann mal schauen. Bis 18 Uhr habe ich geplant, aber vielleicht brauchen wir gar nicht so lange. Kicken wir mal. Leaving system. Open Galaxy Map. Displaying Star Map. Da ist er. Wie viel Sprungreichweite hast denn du, Oscar? Also zumindest andere als ich, ne? Also sonst würdest du eine ähnliche Route nehmen. Wie weit springe ich? Wo steht denn das? 35 Lichtjahre oder 32,97 schaffe ich aktuell. Der Ivan spielt auch wieder, ist ja krass. Oder? Ja. Pericles in im Main-Menü, Commander Scratch Binary in der Private Group Session und Commander Armless auch. Das ist so krass, ne? Also der Ivan, der hat auch mal eine Weile gestreamt, ist aber jetzt auch schon bestimmt 3-4 Jahre her. Und der hat ja keine Arme und der spielt Elite Dangerous mit den Füßen. Der hatte auch eine extra Cam, wo man dann gesehen hat, wie er mit zwei Füßen, mit dem einen Fuß hat er den Controller. Nicht Controller, den Joystick benutzt und mit dem anderen hat er den Schubregler vor und zurück. Musst du dir mal vorstellen, der ist so geflogen und hat auch bei Weltraumkämpfen mitgemacht. Völlig verrückt. Wahnsinn. Es gibt auch einen CS-Spieler ohne Arme. Das ist Wahnsinn, was die für ein
die Fingerspitzengefühl kannst du ja nicht sagen, Fußspitzengefühl haben. Also sie müssen ja genauso wie eine Hand mit dem Fuß agieren können. Und dann WASD mit dem linken Fuß, mit dem rechten die Maus und ballern. Also das ist schon echt erstaunlich. Gathering information. Das ist schon krass. Tja. Bunda, das sagt mir was. Verlagert halt sich auf andere Körperteile, ja klar. Engage FTL. Na, für die ist das normal. Ja, klar. Mit sehr viel Übung würdest du das bestimmt auch hinkriegen. Naja, wenn die Notwendigkeit besteht, kann man sich bestimmt entsprechend umorientieren, organisieren, wie auch immer. Ist ja auch immer eine Frage, bist du so geboren oder hat ein anderer Umstand dazu geführt, aber ich glaube, in beiden Fällen kannst du dich da auch einspielen, einlernen, wie auch immer. Tja. Naja, wie gesagt, wenn du einen Unfall hast und Füße verlierst oder Arme, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du so zur Welt gekommen bist, aber trotzdem geht das auch irgendwie. Controller stelle ich mir da schwieriger vor. Aber müsste eigentlich auch gehen. Vielleicht gibt es da ja sogar Zubehör oder Hardware, das da irgendwie, weiß ich nicht, das ein bisschen die Nutzung einfacher macht. So, 1953 sogar schon. Sehr schön. Krass. Dann komme ich heute pünktlich in den Feierabend, also in den Stream-Feierabend. In dem Arbeitsfeierabend bin ich ja schon seit 3 Stunden. Oder vielleicht sogar seit 4. Gibt es nicht diese adaptiven Controller von Microsoft? Ich glaube, da auch irgendwas gehört zu haben. Hm. Wie er schon da ist. Oscar in der Tonne, warum ist denn da was lila? Ist das nicht ein Feind? Ach, der Oscar wird abgefangen. Oder fängt jemanden ab? Ich weiß es nicht. Bin noch nicht so schlau. Wo ist denn Jameson? Da. Crew Command Roster. Set Crew to Favorite One. Wie ging das denn nochmal? Wie hieß denn dieser Voice-Befehl? Weiß das noch jemand? That's all. Acknowledged. Crew have been assigned to stations. Protocol override customize my settings. Opening customizer. Wenn jetzt ein Delfin zurückpfeift. Achtung, Genker. Echt? Hat er dich rausgezogen? Schon wieder? Ach du Kacke. Na dann, gutes Gelingen. Was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Crew Favorites. Assign all stations. Ah. Closing customizer. Settings saved. Crew command roster. Set all stations to crew favorite one. Set all stations to favorite one. Kriege ich nicht hin heute.
Ach du Scheiße. Ja, dann pass mal bitte auf, Oscar. Ich versuch mal wegzukommen hier. Set all stations to crew favorite one. Der versteht mich nicht. Warum versteht er mich nicht? Protocol override, customize my settings. Customizer open. Ich möchte noch zum Abschluss was Schönes machen. Okay. Ich glaube, ich werde abgeschossen. Nein, jetzt habe ich auch noch über dem Bildschirm was anderes. Ich krieg das nicht weg. Customizer closed. Awaiting orders, I'll be mitten im Customizen. Settings saved. Oh, Schilde sind weg. Shields offline. 25% Hülle. Sind das Spieler? Ist das ein Mensch dahinter? Ich glaube, das sind andere Spieler. Das könnte sein, ja. Ja, schon wieder. Der zieht mich schon wieder raus. Ich glaube, ich werde explodieren. Das Problem ist, dass ich dann, glaube ich, wieder auf dem Rettungsschiff lande, wo ich herkomme. Boah, der will es echt wissen, ne? Shields online. Sehr gut. Sag mal, wie gut fliegt der denn? Ich bin noch die ganze Zeit... Oh, oh. Commander, what are your orders? Alles vorbei. Der knallt mich jetzt ab. Shields offline. Puh, ja schade. Ich wollte eigentlich noch schön mit pompöse Dings landen, aber irgendwie komme ich dazu. Commander Miso 227, du blödes Stück Scheiße. Was soll das? Ich hab dir nichts getan. Kein Bild, nur schwarz. Hallo, Herr Sohn, grüß dich. Bestimmt ist es ein Stream-Sniper gewesen. Die Freundschaftsanfrage, die nehme ich nicht an. Okay. 3 Millionen muss ich jetzt zahlen. Okay. Ja, 3,6 steht hier. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Komme ich den Ratadessa raus? Nee, ich glaube nicht, oder? Kaputt. Oh, Schwertbläde. Das sind Menschen, die nichts anderes machen, als andere zu kicken, ja. Ich hatte Glück, als ich vorhin im Open weggeflogen bin, hatten wir das Problem nicht. Confirm and redeploy, oder? No. Und ich habe da nur noch 1,2 Milliarden übrig. Mann. Scheiße. Hallo, Ronny. Grüß dich. Bitte hier nicht so assi miteinander reden, Herr Sohne. Ja, krass. Jetzt muss ich demnächst wieder zurückfliegen. Vielleicht mache ich das nicht im Open. Ah, ich bin in James Memorial. Schön. Ich dachte, man spawnt immer da, wo man zuletzt angedockt war. Haben sie das jetzt auch geändert? Weil ich bin doch zuletzt angedockt gewesen auf diesem Rescue Ship. Ah, okay, haben sie auch geändert. Das heißt, wenn du schon in dem System bist und da zerstört wirst, kommst du in die Station. Ah. Es ist unmöglich zu entkommen, wenn dich ein Mensch rauszieht. Bei NPCs habe ich immer das Gefühl, da hat man ein relativ leichtes Spiel, je nachdem, wie gut der ist.
ob das eine Elite ist oder ein Helpless. Aber bei Menschen, ich war zumindest relativ gut im blauen Bereich unterwegs und trotzdem hat er mich ja relativ schnell rausgezogen. Ruckzuck ging das. Aber gut, dass ich jetzt nicht noch mal den Weg fliegen muss. Das ist schon mal schön. Okay. Das soll's für heute gewesen sein. Das hatte ja noch mal ein explosives Ende. Danke, Oscar, fürs kurz vorbeischauen. Und mich nicht abschießen. Womit wurde ich denn jetzt eigentlich angegriffen? Mit einer Sidewinder wahrscheinlich. War eine FDL. Ah, Fer de Lance, super. Mit einer Waffe vermutlich. Sebastian. Wäre möglich, ja. Wäre durchaus möglich, dass ich mit einer Waffe angegriffen wurde. Oh Mann, ey. Mann. Ja. Das soll es, wie gesagt, erstmal wieder gewesen sein. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Ich bin dann tagsüber aber da, nicht abends. Ich werde... Freitag habe ich ja einen freien Tag. Werde ich einfach mal früher anfangen. Oder? 12 Uhr mittags. Schön zur Mittagspause. Danke fürs Streamen, sehr, sehr gerne. Ich bin halt abgehauen, indem ich ihm mich die ganze Zeit gedreht habe und geboostet. Sehr gut. Denn er musste manuell zielen und das war nicht seine Stärke. Hat er Fixed Weapons gehabt, keine Gimbaled? Was ist das da für ein toller Kalender? Der da? Das ist ein Teekalender. Da ziehe ich jeden Tag einen Teebeutel raus. Habe ich von Sarah bekommen zum Geburtstag. Und dahinter sieht man so ein bisschen den Ikea-Kalender. Da ist Schokolade drin. Ja. Habt alle auch noch einen schönen Abend, einen schönen Mittwoch. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf den nächsten Elite-Stream in spätestens einer Woche. Vielen lieben Dank nochmal an den Tom High für den Resub. Vielen lieben Dank an den Handuril für den Resub. Vielen lieben Dank an Silence für die 5 Euro. Ich bin echt versucht, dir die zurückzuschicken. Ne? Vielen lieben Dank an den Stitcher für 24 Monate und den Resub. Vielen lieben Dank an den Silence für den Bit. Und vielen lieben Dank an den Hagen, Amals Winterduria für den Resub. Und vielen lieben Dank an den Trailjumper für den Host. Silent is rich. Nee, Silent ist nicht rich. Deswegen fällt mir das ja so schwer. Dann machen wir eine Bodenmission in Gruppe. Ja, können wir mal gucken. Können wir uns mal überlegen. Also, vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute. Es war mir eine Freude und ich kann fast noch ein bisschen Elite. Nicht viel, aber ein bisschen was ist hängen geblieben. So. Musike? Wo ist die Musike? Was hatte ich vorhin? Come back soon, Commander. Ja, tschüss, Orion, tschüss, tschüss. Da habe ich's. Come back soon, Commander. Der hat mitgekriegt, dass ich mich ausgelockt habe. Hier, das mache ich jetzt an. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch, schöne Woche. Bis demnächst. Hier oder täglicher Vlog auf YouTube, falls ihr euch jeden Tag dieselbe Grütze anhören wollt von mir. Ich bin raus. Tschüss.